Und ich höre, die Boxer sind bereit. Die Boxer stehen bereit. So, we come to the next fight for tonight's evening. It's the heavyweight. Wir gehen ins Schwergewicht. Aber wir werden noch einige Schwergewichte heute Abend hier im Ring sehen. Und wir starten mit dem Mann. We start with the boxer in the blue corner from the Czech Republic. Aus Tschechien. Herzlich willkommen. Welcome. Jiří, the Spider Svazina. Herzlich willkommen, welcome from the Czech Republic of Czechia, Jiří Spider Svazina. So, ich habe gehört, man hat vor dem Kampf tatsächlich nochmal das Gewicht geändert. Man ist auf Cruiserweight gegangen. So, they changed before the fight, where they changed from heavyweight to cruiserweight. So, now we're fighting in the cruiserweight. Very spontaneous, but it's okay. No problem at all. And I call to the ring. Ich rufe in den Ring. Der Boxer aus Würzburg. Herzlich willkommen from Germany, Romano Kujak. So, we are in the cruiserweight. Zu den Punktrichtern, the judges, Timo Habichhorst, Marco Morales und Lars Hagemann und der Mann im Ring, Henrik Schramm, alle aus Deutschland und from Germany. Und wir kommen zur Boxer in der blauen Ecke. The boxer in the blue corner is 44 years old, 1,19 meter, 91.8 kilograms. 44 Jahre, 1,90 meter, 91,8 kilogramm. Seine Kampfbilanz, the fight stats. 63 fights, 14 victories, 3 by the way of knockout, 63 Kämpfe, 14 Siege, 3 davon durch. Knockout, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Welcome from the Czech Republic of Schengen. Hier ist der Spider Svazina. Sein Gegner in der roten Ecke ist 31 Jahre alt, 1,84 Meter groß, 92,3 Kilogramm schwer. 31 years, 1,84 Meter, 92,3 Kilograms. Deine Kampfbilanz, the fight stats, 8 fights, 8 victories, 3 by the way of knockout. 8 Kämpfe, 8 Siege, 3 davon durch Knockout, undefeated, ungeschlagen. Aus Würzburg, Deutschland, herzlich willkommen, welcome, Romano Kujak! Der Kampf ist jetzt auf 8 Runden, 8 Rounds, box the boxers to the center, die Boxer zum Mittel. Fight. After knockdown, go to white corner before I start to count. Protect yourself all the time. Touch gloves. The boxers are ready. The boxers are ready. So let the fight begin. Also als Nachwuchstalent geht Romano Kujak in der roten Hose mit seinen 31 Jahren nicht mehr durch. Aber Hut ab vor seiner bisherigen Karriere. 8 Kämpfe, 8 Siege. Für den spätberufenen Würzburger Cruisergewichter. Und heute trifft er auf einen erfahrenen Weltreisenden in Sachen Boxen, Jiří Svazina aus der Tschechischen Republik. Aber ich denke mal, durchaus eine machbare Aufgabe für Kujak. Kampf im Cruisergewicht. Spider nennt er sich, der Svazina. Und holt aber seine Schläge von weit her. Uiuiui. Da ist viel Platz für den Konter von Kujak. Ja, da haben wir schon die erste
Rechte da Richtung Kopf gepflanzt. Ja, Deckung muss er schon oben behalten, der Svasina. Sonst wäre es hier eine kurze Angelegenheit. Schlägt da so locker aus dem Handgelenk. Stammt aus Osmek in der Tschechischen Republik. Duckt sich da einigermaßen geschickt weg. Aber der Kujak, der ist auf ein schnelles Aus, ja. Aus, ja. Da die Rechte, die muss er über die Führungshand ziehen von Svasina. Der lässt sie hängen. Schauen Sie mal. So, jetzt stüppelt er da ein bisschen rum. Und da muss jetzt die rechte rüberfliegen von Kujak. Ja, so ungefähr. Und dranbleiben, nachsetzen. So, er ist rum. Also er hat schon einen eigenartigen Boxstil, der Giri, der Spider, die Spinne, das weiß ich nicht. Vielleicht ist der Spitzname gar nicht mal so schlecht gewählt. Na, Kujak hat die erste Runde, die er klar beherrscht. Ja, die Ringgirls könnte ich auch sehen lassen. Zweite Runde wird hier angesagt. Ja, hat er sich noch ganz geschickt da weggedreht. Aber irgendwann kommt so ein Ding durch und dann wird es eng. Für Svasina 2004 ist er schon Profi geworden. 2005 die erste Niederlage in Dortmund, übrigens gegen Patrick Dobroschi aus Köln. Der beendete 2013 seine Karriere mit einem Rekord von 13 Siegen bei nur 2 Niederlagen. 2005 wurde er aber internationaler tschechischer Meister gegen den Russen Vitali Mugunov und das war eine Überraschung. Aber liegt natürlich auch schon wieder ein paar Jahre hinter uns. 17. Also so offen wie der Box, da kann ich gut gehen. Was er nicht schlecht macht, das dreht sich da so seitlich weg. Und da nagelt er ab und zu vorbei, der Kujak. Da muss ich den Svasina stellen. Aber er hat immer noch ein bisschen Respekt vor der langen Führungshand von Svasina. Und der schlägt die gar nicht richtig, sondern drückt die eigentlich nur raus. Jetzt hat zweimal hier eingeschlagen. Bleibt im Ring. Also ist schon extrem lässig, wie das Svasina da zu Werke geht. Ja, auf was wartet da eigentlich der Kujak?
Ja. So, angreifen. Angreifen, angreifen, unter Druck setzen, in die Ecke drängen. Ne, Hinterkopf war es nicht. So. Und jetzt hat man doch da in der Ecke. Fällt da momentan nicht viel ein, wie er da über die Führungshand zum Kopf kommen soll. Und da muss er eben auch mal mit der linken mal kräftig zulangen. Und er lacht sich da ein, nächste Runde auch geschafft, ohne mich groß zu verausgaben. Svasina. Und da haben wir gerade beim Tschechen sind, hier nochmal ein paar Zeitlupen. 2006 sorgt er für die nächste Überraschung. Diesmal gegen den Weißrussen Sergej Karanovic wurde er WTBF Interconti Champion. WTBF steht für World Tournament Boxing Federation. Also Verbände gibt es ja genug. Dann hier, da sieht man mal, wie schwer es dem Kujak fällt, da mit der Rechten durchzukommen. Nummer 21 in Deutschland im Cruisergewicht. Und das Cruisergewicht wird nach wie vor angeführt von Kieran Aslan, mittlerweile 51 Jahre alt, immer noch in der WBA-Weltrangliste Nummer 6. Zweiter Arthur Mann, IBF 6, WBO 15, trotz seiner beiden Schlappen gegen IBO-Weltmeister Kevin Perina aus Südafrika und den Letten Mairis Beridis, der ist amtierender IBF-Weltmeister. Nummer 3, Usyn Chinkara, WBA 14, IBF 13. Also wir sehen, haben wir einige Boxer im Cruisergewicht in den Weltranglisten. Es geht weiter, 4, Roman Fress, WBA 11, WBO 11. Und Enrico Kölling ist auch wieder zurück mit seinem beeindruckenden Sieg über Leon Hart. Also er ist hier klar der bessere Mann, der Romano Kujak. Aber er sollte jetzt hier nicht verkrampfen in seinem Bestreben, hier vorzeitig zu gewinnen. Er sollte locker boxen. Da dreht er immer weg. Und dann ist natürlich dem Schlag von Kujak so ein bisschen die Power genommen. Der ganz große K.O. Akteur ist noch nicht. Svasina, 14 Mal gewonnen, 3 Mal vorzeitig, macht bei der Anzahl seiner Kämpfe K.O.-Quote von 4,76%. Also die geht gegen Null. Da war erstmal schon die Rechte. Und nochmal. Aber er taumelt da immer wieder weg. Lässt er seine langen Griffel hängen, dann zieht er sie mal hoch. Aufwärtshaken mal einsetzen, Kujak. Einfach mal alles probieren. Na, da wäre es mal gewesen, die Chance, da ist er nicht weggetaucht, mit der Rechten da zum Erfolg zu kommen.
So, die Runde ist auch rum. Auch die geht wieder an Kujak. So, also schauen wir den Bemühen. Oh, da jetzt hat er das Feld fast auf den Tisch von der offiziellen Beate Pölzke. Hat er mal ganz kurz ein Näschen nehmen können. So, jetzt kommt er meine Ecke. Hoffentlich bleibt er stehen. Er zeigt da am Rücken, was war denn da? Und jetzt. Da war gerade mal frei. Hat er mal die Deckung oben, genau da haut er hin. Der Kujak ist natürlich undankbarer Gegner. Wenn man gegen die K.O. gewinnt, dann sagt man, naja gut, war ja nicht allzu viel, der Junge. Und ansonsten kann man eigentlich nur schlecht aussehen. Also, habe ich auch noch selten gesehen, er nimmt die rechte hoch als Deckung und mit der linken Schulter blockt er den Schlag von Kujak ab. Einfach die Ruhe bewahren, Kujak. Er ist der technisch bessere. Er hat den härteren Schlag. Kann also nichts schief gehen eigentlich. Außer dass er alles schnappt und nimmt, was da angeflogen kommt. Sieht ja auch alles nur so langsam aus, was der Svazina da anbietet. Aber eben ewig lange Arme. Und die Power fehlt mir natürlich auch ein bisschen. Das können wir seinem Kampfrekord ablesen. Aber ansonsten, ja, ganz okay. ...2013 trat er gegen Juri Kayembre Kalenga aus Kongo an. Der Svazina, der wurde ein Jahr später WBA-Interimsweltmeister. Also er hat auch schon Knacker da vor seinen Fäusten gehabt. Insgesamt 26 Mal kämpfte er in Großbritannien, unter anderem gegen Sam Sexton. Guter Mann, Mark Prince, Ex-Cruisergewichtsweltmeister Enzo Macarinelli aus Wales... Oder auch gegen den frisch gebackenen IBO-Champion Jack Messi.
der mit einem Sieg über den Belgier Bilal Lagun die Nachfolge von Kevin Lerena aus Südafrika angetreten hat. Mal verloren, 13 Mal nur vorzeitig. Kann man sich bei dem Kampfstil hier eigentlich gar nicht vorstellen, aber da haben wir eine schöne Linke drin. Und der Romano Kujak, der überlegt, wie knall ich den weg? Was muss ich jetzt so alles machen? Die Linke hat getroffen, die Rechte hat getroffen. Aus dem Ring ist auch schon mal halb geflogen. Und da lacht er noch. Komm, Junge. Kujak ist seit 2016 Profi, also hat er 12 Jahre mehr Erfahrung im Ring, der Svasina. Jetzt haben wir schon die 5. Runde. Ich muss sagen, als ich die 1. Runde gesehen habe, ich dachte, das Ding geht nicht lang. Aber so, mittlerweile jappert er sich da wirklich von Runde zu Runde weiter. Hat einige harte Treffer kassiert, aber keine Schwellung im Gesicht. Und immer Spaß hier am Kämpfen. Lächelt. Ja, und dann immer mal ganz schnell hier die Führungshand, hier, also rausschleudern mehr oder weniger. Also mit feiner boxerischer Taktik hat das nichts zu tun. Aber er hat eben seinen eigenen Stil. Und mit dem muss man einfach zurechtkommen. Das macht er sogar ein bisschen mehr gerade als der Kujak. Es wäre mal interessant zu wissen, was passiert, wenn er mal selber die Initiative nimmt. Einfach mal angreift. Das war sie nach. 2018 Punktniederlage gegen Roman Fress. Und zuletzt Punktniederlage gegen Tahir Karovic alias Tommy Punch aus Wiesbaden, der inzwischen 18 Kämpfe bestritten hat, 18 Mal gewonnen. Da immer wieder die Stupser, sage ich mal. Aber irgendwie hat man den Eindruck, er wartet auf seine Chance. Er wartet, bis da sich was auftut bei Kujak. Und dann vielleicht doch noch für die Überraschung zu sorgen. Hendrik Schramm übrigens, der Mann im Ring, der die Sache hier leitet. Sechste Runde. Wie viel haben wir noch? 3. Jetzt haben wir beide gerade mal ein bisschen Boxen eingestellt. Aber er hat auch ganz schön abgeladen, der Romano Kujak. Kann man auch vorstellen, dass da jetzt irgendwann mal Luft holen muss, Kräfte neu sortieren muss. Jetzt fällt er fast nach vorne.
knallt er 3, 4 über den Kopf rüber. Da muss er die Schläge auch tiefer ansetzen. Gerade wenn er so seitlich schräg weggeht. Und genau treffen eben. Mit blanker Gewalt ist da nichts zu machen. Der muss den taktisch irgendwie aushebeln. Schauen, wo sind die Lücken, aber das müsste er eigentlich mittlerweile wissen. Da ist der ganze Kopf frei. Alles mit seinem Körper. Irre. Und da schön mal ganz locker direkt ausgepackt. Zum Kopf gezogen von Kujak. Ja, Romano Kujak, 31 Jahre ist er, 2016, habe ich gesagt, Profi geworden, 2019, Punktsieg über Igor Pipenko aus der Ukraine, hat heute den Kampfrekord von 6 Siegen, 54 Niederlagen und 2 Unentschieden. Und warum sage ich das? Weil Pipenko der Einzige ist, der es bislang geschafft hat mit José Laduet, den sehen wir ja später auch noch hier im Abkampf der Profis, über die Runden zu kommen. 2020 kein Kampf, 2021 hat er einmal den Ring betreten, schneller Sieg in Runde 1 über den Ungarn Josef Gormani. Hat er sich nicht so schwer getan hier wie gegen Jiri Svasina. So, jetzt drückt er nochmal aufs Gaspedal hier. Ich fürchte mal, mit dem Unternehmen K.O. wird nichts mehr hier für Romano Kujak. Oder ihm fällt dann noch irgendwas ein, wieder auf die Schulter geknallt. Er nimmt immer diese linke Schulter nach oben und das bereitet dem Kujak enorme Probleme irgendwie. Da warten sie wieder, der eine ist Häschen vor der Schlange. Ja, dem fällt nichts mehr ein. Schade. Ist natürlich ein klarer Punktsieg für Kujak. Er hat sich, denke ich mal, selber mehr darunter vorgestellt, mehr versprochen von diesem Kampf. Kann man jetzt schon mal in der 7. Runde ein kleines Fazit ziehen.
Aber vielleicht ist es ja auch ein Fight, der ihn weiter nach vorne bringt, wenn er sich hier das Video nochmal anschaut und sieht, dass er halt hier wahnsinnig viele Kräfte von Wolver mit Schlägen auf die Deckung, auf die Schulter. Und dass er sich irgendwelche taktischen Mittel überlegt, wie man gegen solch einen Boxer dann auch vorzeitig zum Erfolg kommen kann. Aber wie gesagt, 2018 schaffte Roman Fress, die Nummer 4 der deutschen Rangliste, auch nur einen Punktsieg über Sina. Also haben sich auch andere schwer getan. Und auch da hier, Karovic schaffte es nicht, ihn vorzeitig zu besiegen. Aber vielleicht wiegt er ja auch seine Gegner mit seinem unorthodoxen Kampfstil da von Anfang an immer in Sicherheit, wo die sagen, na ja, gut, da brauche ich jetzt nicht lange. Und nachher ist der Rhythmus weg. Und dann kommt er da mit seinen Spider-Armen und macht ins Leben schwer. Achte und letzte Runde. Nach Punkten ist er nicht mehr einzuholen. Der Romano Gujak. Aber er will natürlich auch in der deutschen Rangliste weiter nach vorne kommen. Platz 21 ist mit Sicherheit nicht das, was seinen Ansprüchen genügt. Aber ist auch eine der umkämpftesten Gewichtsklassen in Deutschland. Ich habe es ja vorhin vorgelesen. Wer da alles noch sich in den Weltranglisten der großen Verbände rumpummelt. Schon einiges. Und immer wieder dieser Firat Aslan. Alle denken, man macht seinen letzten Kampf, ja, von wegen, er will dieses Jahr nochmal um die WM boxen. Egal gegen wen, hat er gesagt, er will es nochmal probieren. Wenn es gut geht, ist es eine Sensation. Und wenn es nicht gut geht, hat er alles versucht und da kann er in Ruhe abtreten. Naja, der hat jetzt alles resigniert. Kujak sagt ihm, wir packen hier eh nicht mehr mit dem K.O. Da war nochmal ein schöner Rechter. Aber der verträgt halt auch viel. Man hat ja überhaupt nicht das Gefühl, dass er einmal voll durchgezogen hat, der Chiri Swazina. Alles so locker aus dem Arm raus. So, jetzt hat er mal. Da, wo es sein muss, auch die Deckung wieder oben. Wie lange gibt es noch? Knapp 20 Sekunden. Die letzten Bemühungen von Romano Gujak. Also wie gesagt, ich hätte gerne mal gesehen, wenn der Swazina mal wenigstens eine Runde selber initiativ geworden wäre, eine Runde lang den Gujak unter Druck gesetzt hätte. Das war nicht der Fall und deshalb gehen auch alle 8 Runden an den Mann aus Würzburg, in meinen Augen zumindest. So, hier schauen wir nochmal die Sache an.
Darf ich reden? Kann ich reden mit dir? Unanimous Decision und damit einstimmiges Punktrichterurteil und Sieger der Boxer in der roten Ecke aus Würzburg, Romano Kujan. Also keine Überraschung natürlich. Er hat den Kampf bestimmt.